Hallihallo, willkommen zu meinem heutigen Video. Mal kein Review über irgendwelche Hardware-Komponenten, beziehungsweise das ist ja auch Hardware, sondern ein Review über ein Baustellenradio. Bin schon lange auf der Suche gewesen nach einem passenden Gerät, so um die 100 Euro. Leider war da nichts zu finden im DAB-Bereich, beziehungsweise nichts zu finden auf den ersten Blick. Alles, was so angeboten wurde bei eBay, war vom Bosch, Makita, Dewalt, EDC. Gute UKW-Radios, aber halt nicht das Passende für mich. Andere Geräte von Makita, EDC gehen ab so 150 Euro im DAB-Bereich los und das war ich nicht gewollt zu löhnen. Durch dummen Zufall bin ich vorgestern quasi auf das Perfect Pro Rockbox gestoßen. Perfect Pro, eine Marke, die sich langsam am Markt etabliert. Sie stellen ausschließlich Outdoor- und Baustellenradios her. Und wie man jetzt so auf den ersten Blick sieht, ja, nicht allzu schlechte. Aber dazu dann mehr. Fangen wir mit dem Lieferumfang an. Dabei war quasi das Radio eine UKW-Antenne, welche sehr gut verarbeitet ist und sich wirklich weit rausziehen lässt. Die gesamte Verschraubung ist aus Metall, also wie gesagt, hält sicherlich lange. Des Weiteren eine Anleitung in mehreren Sprachen, recht übersichtlich gestaltet, einfach erklärt. Genau, das wäre es auch schon zum Lieferumfang. Fangen wir mit dem Gerät an und den Eigenschaften. Schon mal ein Pluspunkt gibt es für das Radio mit dem langen Kabel. Hier sind über 2 Meter. Die meisten haben bloß so um die 1,40 Meter. Jetzt nicht direkt schlecht. Sehr sauber verarbeitet. Schöne Sache. So, zur Ausstattung des Geräts. Also UKW kann es empfangen, DAB und DAB Plus. Des Weiteren hat es einen Monolautsprecher. Ja, und als Eingänge halt Radio, wie schon genannt. Und hier hinter dieser Verschlusskappe befindet sich dann noch ein AUX-Eingang. Das Rockbox 2 besitzt noch zusätzlich Bluetooth und einen USB-Ausgang, um das Smartphone zu laden. Zum äußeren Erscheinungsbild. Das Radio in der Mitte, drumherum dieser Schutzrahmen, wie bei fast allen Baustellradios zu finden. Dieser ist befestigt mit dem Radio mit solchen Gummipuffern und dann verschraubt. Bei Stürzen und so weiter soll dies quasi das Radio schützen. Der obere Schutzrahmen dient gleichzeitig mit das Henkel. Hier unten schön ausgeformt für die Finger. Lässt sich wirklich super tragen. Packt sich sehr wertig an und beim Rahmen stimmen einfach alle Spaltmaße überein. Sehr hochwertig verarbeitet, keine scharfen Kanten. Genau, das wäre es soweit zum Rahmen. Ich kann jetzt auf dem Rahmen kann ich das Radio in mehrere Positionen stellen. Einmal auf die Rückseite, so schräg, gerade und nach vorne gekippt. Richtig. So, jetzt rein zum Radio. Hier wäre jetzt die DAB-Antenne. Lässt sich super bewegen, nicht zu stark, also quasi nicht zu schwer, nicht zu leicht. Hält auch Windstand oder Erschütterung. Des Weiteren ist hier die Aufnahme von der Antenne komplett aus Metall, also wird sicherlich ziemlich lange halten. So, hier hakt man sie dann ein. Genau. Des Weiteren befindet sich auf der Oberseite einmal ein Drehregler für das Einstellen des Senders bzw. der Frequenz und ein Lautstärkedrehregler. Diese haben einen super Anschlag und es lässt sich sogar hier mit Handschuhen klasse hantieren, weil sie recht groß geformt sind. Der ja, Sender-Drehregler ist zusätzlich noch ein Druckknopf. Den braucht man dann, um durch die Menüs mit zu navigieren. Rein das Gehäuse vom Radio ist auch sehr schön verarbeitet, lässt sich wirklich super anfassen, der Kunststoff, also nichts Billiges, wirklich fein gemacht. An der Front ein 4 Zoll Lautsprecher mit 7 Watt Sinus, macht wirklich schöne Höhen und Tiefen, habe ich alles schon ausprobiert. Zusätzlich schützt dieses sehr starke Meshgitter vor Schlägen und Rempler. Rechts oben in der Ecke das Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung.
geht dann an, wenn man drauf drückt auf die Knöpfe. Richtig. Programmspeicherstände hat das Gerät 10 an der Zahl. Und beim DAB kann ich mich ja noch durch diesen, mit diesem Drehregler durch die verschiedenen Programme wählen. Ein großer An- und Ausschalter, ein Source, Menü, Info und Lautness-Knopf, welche einen sehr guten Druckpunkt besitzen, formschlüssig verbaut sind, alles auf einer Ebene. Und unten nochmal mit dem Rockbox-Logo. Richtig. Das wäre es soweit zu der Front. Ich habe jetzt schon hier Sender vor installiert. Jetzt habe ich, kann ich mich mal, jetzt geht das Display auch an. Jetzt schaltet das Sunshine ein. Unten kommt der, das Info. Richtig. Oben rechts eine Ladeanzeige bzw. Akkustandsanzeige. Auch sehr schön. Gut gemacht. 10 Programmspeicher haben die wenigsten. Makita und so weiter, die haben alle plus 6. Finde ich jetzt nicht schlecht. Und der Lautsprecher geht, wie gesagt, auch sehr, sehr laut. Kommen wir mal zur Rückseite des Geräts. Also, ich habe hier jetzt diese Klappe. Die kann ich jetzt mal lösen mit diesen Drehrädeln. Braucht man keine Angst haben, irgendwie, dass die verschwinden oder abfallen. Die sind mit der Klappe fest verbunden und die Klappe hängt auch fest am Gerät via Scharniere. Das Gerät ist spritzwassergeschützt. Hier nochmal mit Dichtung und allem drum und dran. Also, da kann es mal richtig gießen und das Gerät geht nicht kaputt. Und auch ein weiterer Vorteil des Radios ist ganz einfach, dass hier normale Akkus rein können, beziehungsweise normale Batterien, 6 Typ C Batterien. Richtig schöne Sache. Und wenn ich dann die Batterien drin habe und das Netzkabel anschalte, passiert doch nichts mit den Batterien. Super, super Ding. Genau. Das war mir auch noch ganz wichtig, dass ich normale Akkus nehmen kann und die in meinem normalen Ladegerät laden kann. Zugemacht der ganze Spaß, ganz einfach. Richtig. Also sehr hochwertig, formschlüssig, alles verarbeitet. Guter Kunststoff wurde hier eingesetzt. Also das packt sich wirklich extrem wertig an. Ich kann es nur noch mal sagen. So, gehen wir noch ein Stück weg. Wem das Video jetzt einfach mal geholfen hat, sich für so ein Radio zu entscheiden, der kann es ja liken. Ansonsten noch irgendwelche, ja, Kommentare, Anregung zur Videoverbesserung oder dergleichen. Dafür bin ich empfänglich. Genau. Also bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß mit meinen anderen Videos.